merkwürdig? Ich auch. Aber es gibt Situationen, in denen ordnen wir den Geschlechtern Farben zu. Und zwar pink und blau. Hier in der Kinderabteilung. Die Aufteilung in großen Warenhausketten ist klar sichtbar. Es gibt die Mädchenecke und die Jungsecke. Die Mädchenecke ist größtenteils rosa, die Jungsecke meist blau oder grün. So klar ist die Aufteilung allerdings nicht überall. Guten Tag. Herzlich willkommen in der Spielerei. Gunhild Steinhauer ist die Besitzerin der Spielerei, einem kleinen Spielzeugladen auf der Karl-Liebknecht-Straße. Die Einteilung in Jungen- und Mädchenspielzeug lässt sich hier nicht so deutlich erkennen. Nur an einzelnen Produkten sieht man, auch die Spielerei kann sich der Unterscheidung zwischen Junge und Mädchen nicht hundertprozentig entziehen. Es ist selbst bei alternativen Firmen so, dass da oft auch diese Angebote mit Rosa und Blau gemacht werden. Ne? Und ich denke, man kommt auch nicht ganz drum rum. Der Trend ist zunehmend, dass man also sagt, es muss für Mädchen mit Glitzer und in Rosa sein und es muss für Jungs eben so und so sein. Was ich persönlich sehr schade finde, weil für Jungs ist die Welt eben immer nur dunkelblau, dunkelgrün. Nadja Mitzkat ist Mutter von zwei Kindern. Ihr Sohn Koja ist 4 und ihre Tochter Anniko 10 Jahre alt. Wir treffen uns bei Gunhild Steinhauer in der Spielerei. Es ist schon so, dass seit er im Kindergarten ist, dass er halt alles so Piraten, Polizei, Feuerwehr, so die ganzen klassischen Jungsachen macht. Und dass er auch, obwohl beide so Spielzeugeisenbahnen hatten, die gleichen, er doch ausdauernder damit spielt. Okay. Und ich nicht so genau weiß, okay, wo kommt das her? Ist das jetzt doch irgendwie die Gene oder ist das irgendwie das soziale Umfeld in der Kita? Ne? Die Spielwarenindustrie macht es den Eltern da nicht besonders leicht, erklärt Nadja. Aber häufig ist es ja so, dass wenn man in diese klassischen Läden kommt, in die großen, in der Innenstadt, dass es ganz klar ist, was für wen ist und dass es auch gar nicht so leicht ist, dem zu widerstehen, gerade auch wenn man noch seine Kinder dabei hat. Und ich finde es einfach, ja, ich finde es eine Frechheit im Grunde, so um Geld zu machen, alles zweimal herzustellen. Mhm. Das hört ja nicht beim Spielzeug auf, zum Beispiel beim Fahrrad. Wir haben ein pinkes Fahrrad, das ist noch zu klein für Koja. Ich werde ihn da draufsetzen, weil ich nicht einsehe, da ein neues zu kaufen, weil für ihn irgendwie pink nicht richtig ist. Ja. Und so ist es bei den Spielwaren auch. Einer, der dafür mitverantwortlich ist, ist Axel Dammler. Er ist der Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts Icon Kids. Dammler sieht einen biologischen Ursprung in der Einteilung zwischen Jungen- und Mädchenspielzeug. Es gibt einem recht, es gibt so eine Art Caring-Gen, also sich kümmern wollen. Das ein soziales, sich in der Empathie-Gen, das ist deutlich stärker bei Mädchen. Das ist wiederum in allen Kulturen so. Heißt das, dass ich als Frau für immer in meiner pinken Hölle gefangen sein werde? Nicht unbedingt. Stevie Schmiedl ist Geschäftsführerin der Protestorganisation Pink Stinks und hält dagegen. Es gibt einen Marketing-Psychologen, nennt er sich, Axel Dammler, der das rosa Überraschungsei und Lego Friends mitverantwortet. Und der meint immer wieder, es gäbe ein rosa Gen, was natürlich ein absoluter Käse ist. Da kloppe ich mich auch gerne mit den Gender-Leuten. Es ist einfach so, dass quer durch alle Kulturen man erkennen kann, dass Mädchen näher in diesem Caring-Spiel, also pflegen, behüten und so weiter, eher im Puppenspiel beheimatet sind, als das Jungs sind. Mädchen spielen auch nicht instinktiver mit Puppen als Jungen. Das kommt eher darauf an, was ihre Eltern ihnen vorleben. So, und jetzt kann man natürlich behaupten, das wäre irgendwie durch die Gesellschaft geprägt, aber dann würde es Abweichungen davon geben. Dann müsste es manche Gesellschaften geben, in denen Mädchen komplett anders spielen, komplett andere Sachen machen, aber diese Abweichungen gibt es nicht. Gegendertes Spielzeug hat die Auswirkung, dass es sehr oft fürs andere Geschlecht tabu ist und damit auch das, was das Spielzeug konnotiert. Das heißt, wenn wir Kuscheltiere oder niedliche Sachen für Mädchen haben, mit denen Jungs nicht spielen dürfen, bedeutet das, dass sie schwach sind, dass sie falsch sind, dass sie nicht richtig sind als Junge, wenn sie rosa, wenn sie irgendwas Niedliches toll finden. Der Erziehungswissenschaftler Johannes Nitschke nähert sich der Frage nach dem Warum über die Bedeutung von Anerkennung. Das heißt sozusagen, sie inszenieren ja auch etwas, was für alle Erwachsenen sehr gut lesbar ist.
So, und das ist ja auch sozusagen, und das hat ja etwas mit Anerkennung zu tun, und Anerkennung ist durchaus auch etwas, was auch Kinder brauchen und Erwachsene halt auch, was dann auch zu sehr stabilen Inszenierungen im Erwachsenenalter führt, weil gerade über die psychologischen Fragen von Ausschluss, also Ausschluss ist, wirkt sich sehr weit auf Psychen aus. Das heißt, auch Kinder haben grundsätzlich ein Bedürfnis danach, sich adäquat zu verhalten, weil das mit Anerkennungsprozessen zu tun hat. Brauchen Kinder also zwangsläufig diese Inszenierung? Und wenn wir sozusagen diese Ideen innerhalb der Sozialisationsprozesse aufbrechen und Vielfalt ermöglichen, dann glaube ich, dass sich auch diese Trennung zwischen geschlechtsadäquaten Gruppen oder geschlechtshomogenen Gruppen aufheben könnte. Also auch Kinder sind schon sehr früh in der Lage, sozusagen diese Prozesse zu sehen. Auch mit Kindern können wir darüber ins Gespräch kommen und diese Sachen thematisieren. Wir könnten auch mit Kindern über Geschlechterstereotype sprechen. Man könnte ihnen näher bringen, dass es zum Beispiel auch als Junge okay ist, mit pinken Puppen zu spielen. Wenn ich mich hier so umgucke, wirkt das aber eher wie eine weit entfernte Zukunftsvision.